Herzlich willkommen zum heutigen Literatur-Shorty in der Buchhandlung Beusen und Mauke. Ich möchte euch und Ihnen heute ein Buch vorstellen, von dem ich überzeugt bin, dass es immer noch gar nicht genug Leserinnen und Leser gefunden hat, obwohl es in diesem Jahr den Deutschen Buchpreis bekommen hat. Ich rede von Anne Weber, Annette, ein Heldinnen-Epos. In diesem Buch beschreibt Anne Weber das Leben von Annette Beaumanoir, eine Frau, die mittlerweile weit über 90 ist und die ein sehr abenteuerliches Leben gelebt hat und vielleicht auch immer noch lebt. Sie war in der Resistance, sie war in der kommunistischen Partei, die sie fast genauso schnell wieder verlassen hat, wie sie ihr beigetreten war. Sie ist Neurologin, sie hat in Algerien auch gegen die Franzosen sich mit im Widerstand eingesetzt. Sie ist in Frankreich zu 10 Jahren Haft verurteilt worden und hat lange Zeit dann auch in Algerien gelebt. Eine wirklich großartige Frau, und was mindestens genauso großartig ist, ist dieses Buch über sie. Und niemand sollte sich davon abschrecken lassen, dass es ein Heldinnen-Epos ist und, wenn ihr einmal reingucken mögt, auch wie ein Epos in Versform geschrieben ist. Das darf niemanden abschrecken, der gerne gute Bücher liest, der es auch gewohnt ist zu lesen. Und nach spätestens 3 Seiten ist man wirklich wie in einem Sog in diesem Stil gefangen. Diese Sprache hat einen ganz wunderbaren Singsang. Und was mir so gut gefallen hat, sie spricht uns auch an dabei. Sie redet ab und zu mal mit ihren Leserinnen und Lesern. Und sie hält auch ab und zu mal inne, wenn es Menschen gibt, von denen sie glaubt, dass man ihnen zumindest hier auf diesem Stück Papier noch einmal gedenken sollte, ihrer noch einmal gedenken sollte. Dieses Buch sollten Sie und ihr unbedingt lesen, Anne Weber, Annette, ein Held.